So, du hast den ersten Kandidat, die erste Kandidatin nicht gewusst bei unserem Wer war ich Spiel. Vielleicht hast du bei unserem zweiten Kandidat ein bisschen mehr Glück. Wer ist das? Puh, hallo. Wer war ich, DJ Bobo? Sind Sie in einer Fernsehsendung gewesen? Ich denke, nein. Ich glaube schon, oder? Doch. Doch. War das bei Harald Schmidt? Ja. Wow! Ja. Der DJ Bobo ist gut drauf. Jetzt geht's los. Das ist nämlich nur 50% eines Duos. Jetzt machen wir das Duo mal komplett. Was haben die denn gemacht? Ah ja, jetzt ist klar. Das waren die beiden. Sieht auch noch gleich aus. Hallo. Hallo, DJ Bobo. Hallo. Der hat mehr Spaß, ne? Ja. Ja, das waren die beiden aus der Harald Schmidt Show, ne? Und was haben die denn genau gemacht? Was habt ihr denn die, was sie immer genau gemacht haben, das finden wir. Also, bleibt da mal stehen. Ja. Die haben nämlich immer Konfuzius sagt, Weisheiten des Konfuzius gehabt. Und das klappt auch noch im Jahr 2017, denn Konfuzius hat auch im Jahr 2017 noch ein paar Anekdoten und Weisheiten parat. Konfuzius sagt, alles Jung ist jetzt das Wichtigste. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Hallo. Tag. Hallo. Aus der Harald Schmidt Show. Wie war Harald Schmidt? War der nett immer zu euch? Yes. Yes. Seit 1996, ja, bis 2002. Ja. Wir haben sechs Jahre bei Harald Schmidt Show, ne? Und Sat 1. Bei Sat 1 Harald Schmidt Show. Und dann hat Sat 1 gesagt, ja, Sat sagt mir jetzt, okay, ja, ist genug. Sat 1 hat gesagt, Konfuzius vorbei. Konfuzius sagt jetzt nichts mehr. Sehr schade, ne? Also beim Chinesen gibt es immer Glückskekse. Here we have a little center shocks. Bitte schön einmal zugreifen. Ja. Es ist zuerst ein bisschen, nur ein bisschen sauer und dann ganz süß. Oh. Ah, das ist genau wie chinesische Restaurant, Süß-Sauer-Sauce. Ja. Ja! Vielen Dank. Ja. Danke. Alles Gute. Ja. Dankeschön. Danke, ja. Konfuzius sagt. Mal gucken, ob du jetzt weißt, wer oder was das ist. Die Zaubertür. Christiane. Wer ist das? Christiane Backer. Christiane Backer, du hast sofort gelöst. Christiane Backer, komm her. Hallo. Drei. Kannst du noch Deutsch? Komm zu uns. Komm zu uns. Guten Tag. Hi, Mokwitsch. Hallo. Guten Abend. Oh, Christiane Backer. Ich habe eine Geschichte mit dir, die kennst du wahrscheinlich nicht. Also wir müssen erstmal für unsere jüngeren Zuschauer erklären, wer was ist Christiane Backer. Nur dazu mal gab es mal einen Sender, der nannte sich MTV. Richtig. Music Television. Kennt ihr den noch? Ja. Ah, oh, okay. Ja. Und was hast du bei MTV gemacht? Ich habe moderiert. Du hast moderiert. Rockstars interviewt. Rockstars interviewt? Ja. Warst du die erste Moderatorin von MTV? Kann man das so sagen? Ich war die erste deutsche Moderatorin. Hast du mal DJ Bobo interviewt? Mit DJ Bobo habe ich einige Sendungen moderiert. Und ich habe ihn zig Male auf die Bühne geholt. Vor diesen riesigen Bravo Super Shows. Und jetzt kommt eben die Geschichte. Okay, die ist großartig. Bei der allerersten Bravo Super Show hieß es in der Pause. Wann war das? Ich glaube 93. Ja. Da hieß es, die Christiane kriegt einen Preis im Friedrichstadtpalast. Die geht in der Pause kurz darüber, ein Bambi oder irgendwas für ihre Moderation. Und ich war kurz nach der Pause, wäre ich dann dran gewesen. Und dann kam die nicht. Und dann kamen die Verantwortlichen vom Sender und sagen, kann hier irgendjemand ein bisschen Deutsch und ein bisschen moderieren? Nein, das ist nicht wahr. Ich hatte die Hand nicht schnell genug unten. Ich sag, DJ Bobo, du kannst doch Deutsch. Ja, gebrochen, ein bisschen. Hab alles probiert und plötzlich hatte ich deine Moderationskarten in der Hand. Nein. Stand auf der Bühne vor 12.000 Menschen.
und habe East 17 angesagt. Hathaway, bis du endlich wieder kamst. Von der anderen Sendung. Von der anderen Sendung. Und das war meine allererste Moderation im Leben. Und dann kamst du zum Glück, Karten wieder zurück. Und dann hast du uns angesagt und dann sind wir raus. Und heute hier bei Luke die 90er und ich seht ihr euch wieder. Das ist doch fantastisch. Oder darauf Center Shock. Christiane Backer. Danke. War wunderbar. Immer dreimal. Dieser Applaus, die erste MTV-Moderatorin. Christiane Backer. Nächster Kandidat. Wer war ich? So. Jetzt bin ich gespannt, ob du weißt, wer das ist. Nicht auf Anhieb. Aber der müsste. Sind Sie ein Comedian gewesen? Oder immer noch? Nein. Oh, da war aber schon ein kleiner Typ dabei. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Sorry, ich habe gerade gespuckt. War ich das etwa? Nein. Wegen dem Tipp meine ich, den habe ich verpasst. Ich habe dir gerade noch einen gegeben, aber alles gut. War ich das etwa? Hä? Kannst du ja fragen. Ja. War ich das etwa? Was hat das mit diesem Spruch zu tun? War ich das etwa? Oh, war ich das etwa? Ah! Homer! Bart! Nicht Homer, nicht Bart! Bart! Nicht Homer, nicht Bart! Noch ein Satz, bitte! Hallo, Laura! Hallihallo, mein Dickerchen! Hallihallo, ihr Winslow! Again, continue, go again. I'm Clay, I almost have it. Ich bin ja nur der Nachbarsjunge, ja? Jetzt sind wir alle unter einem Dach und müssen rausfinden, wer das ist. Ja, das Problem ist, dass 500 es schon wissen, nur ich nicht. Ach Gott, das ist sehr bekannt. Es war eine Comedy. Also damals war Angela Merkel noch nicht Bundeskanzlerin. Ah, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt. Auch da war noch ein Tipp drin, den ich... Angela Merkel war da nicht Bundeskanzlerin. Merkel? Steve Urkel. Stefan Urkel. Du hast nicht gewusst, komm zu uns. Das ist unfassbar. Hallo. Das ist the one and only Santiago Ziesmer, die Stimme von Steve Urkel. Ja, und wie hieß die wunderbare Serie? Im Original Family Matters und bei uns in Deutschland? Alle unter einem Dach. Alle unter einem Dach, genau. Guck mal, hier, das hat sogar die Brille. Genau. Jetzt sag ich, was war ich das etwa? Und beweg nur meinen Mund und du sprichst das, okay? Also mir fällt irgendwas runter. War ich das etwa? Ja. Santiago Ziesmer, einer der besten. Das ist Steve Urkel. Ja, da ist er. Aber Herr Ziesmer, da sind noch so viele andere Stimmen. Naja, da sind viele andere Sachen nachgekommen. Wen sprechen Sie denn noch so? Naja, aktuell ist es seit auch inzwischen über 10 Jahren so ein kleiner gelber Unterwasserschwamm. Ja, das war ich da. Ja. SpongeBob. Ich komme zu SpongeBob. Wen kann ich? Was viele nicht mehr wissen, inzwischen seit vielen Jahren, damals in der Serie Winnie Pooh, das kleine Ferkelchen, Piglet. Oh, Pooh Bär. Oh, schön. Der Wald ist zu dunkel. Und dann kommt die Heferlumpsch. Du liebe Güte. Ja, das kenne ich auch. Das ist nicht das Ferkelchen. Das ist schön. Ja. Da werde ich traurig und sentimental. Das ist so schön. Ja. Aber einmal noch mal, ich muss einmal noch mal SpongeBob hören jetzt. Einmal noch mal SpongeBob. Hallo, Patrick. Gehen wir heute wieder Quallen fischen? Das ist so geil. Nein. Das ist so geil. Aber, vielen Dank. Aber ich muss vorher noch Gary füttern. Muss ganz schnell nach Hause. Ja, Gary füttern. Dankeschön. Santiago Ziesmer, meine Damen und Herren, die Stimme. Von Steve Urkel, SpongeBob und so viel mehr. Boah, war das geil, oder? Mega.